Moin Leute, was geht? Ich hoffe, ihr habt den Oster-Cringe gut überstanden. Gerade in Animal Crossing war das ja echt crazy. Aber wir haben es geschafft, wir haben alle Bastelanleitungen hergestellt und Os, der Hase, vertrieben. Glücklich vertrieben. Jetzt ist ein neuer Tag angebrochen und wir gucken in unseren Briefkasten, der gewohnt überfüllt ist. Erstmal ein Brief von Eagle. Domi. Hab leider kein Geschenk für dich. Ja, dann direkt den Brief in Müll. Spaß. Ich wollte fragen, ob du mir vielleicht das Asienklo schicken kannst. Aber musst du nicht, wenn du nicht willst. Oh, habe ich das nicht gestern noch Offcamp verkauft? Ich guck für dich nach, Bruder, nach dem Part. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich es noch habe. Wobei doch. Ich glaube, ich hab's ins Lager. Ich schau mal nach. Klar, Eagle. Moment, warst du nicht derjenige, der mir das normale Klo geschickt hat? Bist du damit nicht zufrieden und willst unbedingt dieses Asienklo haben, weil du drauf stehst, dich so hinzusetzen und. Naja. Ich schau nach. Ein Brief von Juli. Ich möchte mich dafür bedanken, dass du immer für mich da bist. Okay, das hat sie mir ja schon mal geschrieben. Das ist so ein vorgefertigter Text. Also wirklich. Manche Briefe sind selbst geschrieben, manche aber auch nicht. Hier sieht man es, weil es zweimal derselbe Text ist. Bin ich etwa meiner Verlobten nicht einmal diese paar Minuten wert, damit sie mir selber einen von Herzen geschriebenen Brief schreibt? Leute, ich glaube, hier wird bald ein Platz frei im Haus. Meldet euch. Wenn ihr weiblich seid. Die zwei Geschenke nehme ich trotzdem noch an. Und was will Jorna jetzt von mir? Danke, dass du immer meine Rüben kaufst. Ja, ich habe schon 800.000 ihr überwiesen. Hier sind ein paar frisch gepflückte Bambussprossen direkt vom Berg für meinen lieben Domi. Iss sie, pflanz sie, tu damit, was du auch immer tun willst. Man kann die essen? Die Samen schon? Echt? Oha. Aber nice. Damit gibt es einen alternativen Weg, an Bambus ranzukommen. Es ist also nicht nur über die Bambusinsel möglich. Okay, was befindet sich in unseren Geschenken? Ein, zwei sind auch noch von Luftballons. Ein paar Stricksocken können wir gleich mal anziehen. Das sind so rote, wenn ich das richtig sehe. Dann haben wir hier die beiden bestellten Sachen. Einmal der Baum und das Lied. Bambussprossen, drei Stück an der Zahl. Ein Duschset, ui. Und das Brettspiel. Okay, alles klar. Das ist das Duschset. Da lässt sich eine Budget-Regenwald-Dusche draus machen. Besser als nix. Bin da ein großer Fan von. Dann die Zypresse, dachte ich mir, stelle ich hier ins Eck. Anstelle des Balkonteichs. Weil, naja, diese Vase hat da wirklich gar nicht gut ausgesehen. Und es mag sein, dass das hier auch eher ein Gartenbäumchen ist, ja. Aber ich fand einfach, dass die Vase so super gut zu unserer Wand passt. Und daher findet das Bäumchen hier jetzt erstmal seinen Platz. Dann hören wir mal ganz kurz in das neue Lied rein, was wir da bekommen haben. Ich muss sagen, ich liebe allein schon die Cover dieser verschiedenen Musikstücke. Das sind so geile Memes teilweise. Mein Favorit ist bisher er hier. Oh nee, er ist der geilste. Einfach nice. Mal schauen, was wir da noch alles bekommen werden. Ja, und ich glaube, dann sind wir damit auch schon fast durch. Fehlt nur noch das Brettspiel. Welches ich jetzt hier neben das Puzzle auf den Teppich legen werde. Alright. Seht mal. Ich habe jetzt meinen Garten fertiggestellt. Die Zäune sitzen. Jetzt kann ich mich darum kümmern, die Beete aufzufüllen. Und vielleicht sollte ich auch mal hier diesen Geldbaum looten. Der ist nämlich schon seit gestern ready. Aber da war einfach keine Zeit wegen des Häschentags. Ja, und hier hinten, da werde ich mir noch ein paar Deko-Elemente einfallen lassen. Das bleibt auf jeden Fall nicht ganz so kahl. Lol, und hier ist gleich der nächste Geldbaum. War das nicht sogar schon ein 30er? Nee. War es nicht. Aber hey, 60.000 auf ganz entspannt. Kann man mal machen, würde ich sagen. Und mir fällt gerade ein, ich habe noch eine Flaschenpost nicht geöffnet.
Hey ho, unbekannter Glückspilz. Letztens war ich mit Craft Trailing beschäftigt, als mir eine großartige Idee für eine Bastelanleitung kam. Jetzt will ich sie weiterreichen. Also hier, nimm. Ein Papphügel. Ach cool. Wir haben auch schon Pappgras. Jetzt kommt Papphügel dazu. Ich glaube, das dient alles für Harvey. Oder generell für ein Filmset. Wenn man denn eins bauen möchte. Ja, coole Sache, coole Sache. Dann sollte man jetzt mal wieder bei der Schneiderei vorbeischauen, die er zuletzt häufiger mal ausgesetzt hat. Aber heute ist es mal wieder soweit. Was habt ihr denn so im Angebot? Und mir fällt auch gerade ein, ich muss hier sogar was erledigen, etwas ganz, ganz Wichtiges. Ich habe nämlich gehört, wenn man seinen Merch hier ausstellt, kann es sein, dass die Bewohner diesen tragen. Nur wie mache ich das jetzt? Ah, hier. Ich habe jetzt einfach irgendeine Reihe ausgewählt und dann ploppt der Menüpunkt "Darf ich ausstellen?" auf. Das fällt leider häufiger in diesem Spiel auf, dass gewisse Menüpunkte einfach versteckt sind oder unnötig in irgendwelche Submenüs untergebracht wurden. Warum ist das denn nicht schon gleich als erstes gekommen? Verstehe ich nicht. Aber sicher darfst du auch ausstellen. Könntest du mir zeigen, welches Design du ausstellen willst? Okay, es gehen wirklich nur die komplett eigenen. Ja, das ist jetzt belastend. Ich habe ja nur die Cap selber erstellt und den Rest heruntergeladen. Übrigens, was soll mit dem Design geschehen, was vorher dort ausgestellt wurde? Weg damit. Du brauchst es nicht mehr. Kein Problem, man kommt's weg. Verbrannt. Jetzt kommt die Nintendo Cap dahin. Beste. Ja, um den Rest ausstellen zu können, muss ich das tatsächlich selbst nachstellen. Oder gibt's denn einen Trick? Wenn ja, dann bitte lasst es mich wissen. Hey, entschuldige, aber unsere Auftragsbücher platzen aus allen Nähten. Wir müssen uns leider einen anderen mal unterhalten, aber danke, dass du vorbeigeschaut hast. Oh, siehst du, sie freut sich doch schon mal. Es geht voran, Leute. Es geht voran. Okay, und dann werfen wir mal einen Blick in den heutigen Kleiderschrank. Ja, das finde ich gar nicht mal verkehrt. Beide Farben gefallen mir ganz gut. Dann hier wieder so ein Sportler-Outfit. Ist in Ordnung. Würde aber die ersten beiden Jacken etwas mehr fühlen. Oh, oder die richtig edel. Steht zwar Rowdy-Schuljacke da, aber irgendwie hat das was richtig Edles für mich. Zumindest in Weiß. Ja. Ja, geile Hose. Passt natürlich bestens hierzu. Wobei so einfarbig würde ich jetzt auch nicht komplett feiern. Ja, ist halt schwierig. Ich habe nur diese beiden Farben, ne? Ist schwierig zu kombinieren. Aber es sind ganz geile Sachen heute dabei. Auch der Mundschutz. Ja, ich glaube, dann werde ich mir doch tatsächlich die weiße Jacke hier gönnen. Und dann ist auch gut. Oder vielleicht die schwarze Hose noch. Ja, das könnte man sogar miteinander tragen, einigermaßen. Verschiedene Stoffe fallen zwar auf, aber ich finde, es ist okay. Wow, sieht ja echt mega krass aus. Und das sind eure heutigen Designs. Das Zeremoniekleid von Maike. Und die Donkey Kong Cap von Daniel. Ich sehe, der nächste Geldbaum ist bereit. Wunderbar. Dann werden wir auch hier 30.000 Sternis vergraben. Und da oben ist unser fertiger Aufhang. Ist der nicht geil? Also ich feiere ihn. Hoffentlich sind auch die neuen Items im Laden zu feiern. Nepp und Schlepp, was habt ihr mir heute anzubieten? Dieser scheiß leeren Schreibtisch. Der Schreibtisch und die Rockgitarre battlen sich wirklich
um den Titel nervigstes Item ever. Aber die Kristallkugel hier finde ich cool. Das ist eine Plasmalampe, Uduli. 2600 Sternis, wenn du willst. Ah, das sind die Dinger, die dann so Blitze und sowas abfeuern, ne? Um es jetzt ganz dumm auszudrücken. Dann noch ein Wasserkessel. Könnten wir für unsere Küche gebrauchen. Ja, warum nicht? Und ein Schulstuhl oder schlechter Bürostuhl. Ja, doch, tatsächlich ein Schulstuhl. Sag ich doch. Ja, passt dann wenigstens zu dem Lernschreibtisch, aber... Dich kaufe ich nicht nochmal, du Scheißteil. Ich habe übrigens angefangen, hier so coole Hainwege zu bauen. Das wird natürlich noch ein bisschen dauern, bis die ganzen Bäume ready sind, aber damit ihr schon mal so eine kleine Vorstellung habt, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Jo, und ich hätte natürlich auch echt gerne mehr Bewohner in meiner Stadt. Also wird es Zeit, ein weiteres Grundstück zu ordern. Erstmal einen Blick hier reinwerfen. Was gibt's da? Okay, Blumensamen. Fransenrock. Der Lernschreibtisch. Der mich einfach nicht in Ruhe lassen will. Und folgende Gegenstände bei Nook Shopping. Das Pflaster ist lustig. Ich habe genug von Ostern, danke. Da verzichte ich. Coole Zäune. Beide werde ich kaufen. Na dann schmeiß mal das Kit rüber, Nook. Oh, du willst also wieder ein Grundstück finden? Sehr schön. Das kostet aber 10.000 Sternis, das weißt du. Sicher, sicher. Aber wir müssen vorankommen. Ja, da hast du natürlich recht. Okay, dann such mal bitte ein schönes Flöckchen dafür aus. Mach ich. Was ist denn? Danny, du hast es ja faustdick hinter den Ohren. Ich habe prächtige Neuigkeiten vernommen. Hast du erfahren, was ich als erstes gefühlt habe, als ich dich gesehen habe? Du hast dich durch Maßnahmen zur Förderung des Ansehens unserer Insel hervorgetan. Vortrefflich, ganz in meinem Sinne. Reputation ist wirklich von essentieller Bedeutung. Vielleicht könnte auch ich behilflich sein. Du weißt ja, was Popularität betrifft, macht mir niemand was vor. Also, wie machen wir das? Genau. Wir schaffen einen Ort, der so bezaubernd ist, dass sich dort alle dringend fotografieren möchten. Die Kunde wird sich verbreiten und es werden Besucher für Selfies auf die Insel strömen. Genial. Irgendein Gegenstand, der absolut hinreißend aussieht, wäre auch hilfreich für ein gutes Foto. Selbstverständlich habe ich dergleichen stets bei mir. Bock, bock. Oh. Ein Sonnenstuhl. Nutze das zum Dekorieren auf der Insel. Das wird enorm helfen. Vermutlich benötigt man weitere Maßnahmen, doch es wäre schon ein guter Anfang. Bock, bock. Danke dir, Cutie. Ein Sonnenstuhl. Auf zum Strand damit. Läuft. Und ich denke mal, das nächste Haus wird hier entstehen. Da passt gerade noch so eins hin. Ein bisschen werde ich das dann mit Terraforming verbessern, damit es schöner aussieht. Aber grundsätzlich soll hier ein weiterer Bewohner einziehen. Wer es wohl sein wird. Und jetzt ist wieder Rübenhandelszeit. Wir besuchen die Insel St. Paul. Dort hat sich jemand gemeldet, der einen guten Rübenpreis hat. Und ich sehe auch, seine Insel ist ganz schön designt. Ich habe mich jetzt ein bisschen verspätet. Ich hoffe, er merkt, dass ich im Anflug bin. Aber bisher habe ich ihn noch nicht gesehen. Dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns... Ah, doch, hier. Da ist er, der Paul. Paul, wo bist du? Ich glaube, er ist am anderen Ende der Insel. Oh. Alter, geile Ideen. Da ist er. Na, was geht?
Ich sehe, du genießt dein Inselleben. Hallo. Juhu. Danke fürs Melden. Würde ich sagen, auf zum Laden, oder? Ich weiß ja gar nicht, wo der ist, aber ich glaube, das müsste er sein. Mein Rübenpreis liegt... Ja, das werde ich ja gleich sehen. Ich glaube, es war 598. Ja, 568, okay. Ja, das ist natürlich schon ziemlich gut. Wir arbeiten uns Schritt für Schritt weiter rauf. Was? Du kannst ruhig erst das... Ich warte mal noch ab, was er da schreibt. Geschäftlich erledigen. Okay, wollte ich auch machen. Ich habe nicht alle Rüben mitgenommen. Hätten sowieso nicht ins Inventar gepasst. Ich werde mit dem letzten Rest, was nochmal ungefähr genauso viele sind, noch eine zweite Stadt von euch besuchen. Also wenn ihr morgen, übermorgen, wann auch immer, noch einen geilen Rübenpreis habt, dann meldet euch, Leute. Dann komme ich euch besuchen. Genauso wie den Paul. Und jetzt, wie er schon sagt, kommen wir erstmal zum Geschäftlichen, mein Freund. Ich will was verkaufen. Sehr gerne. Und danach gibt's genau wie bei Berit den Stadt-Showcase. Und ich sehe gerade, Paul will noch irgendwas Wichtiges von mir. Okay, bin gespannt. Er will was Wichtiges besprechen. Oh, er will die Hälfte abhaben. Nein, keine Ahnung. Wir werden sehen. Aber jetzt gehen erstmal weitere 1,4 Millionen Sternis auf unser Konto. Sodass wir jetzt schon, ja, auf jeden Fall über 3 Millionen Sternis durch Rübenhandel erhalten haben. Ob das für ein weiteres Achievement reicht, das weiß ich jetzt noch nicht. Das hier waren nämlich gerade nur Nookmeilen Plus. Oh, Aufräumprofi habe ich auch. Stempel 4. Ui, 3000 Meilen dafür. Geil. Und, nee, reicht nicht. Ach so, stimmt. Weil wir 10 Millionen brauchen. Wir stehen jetzt bei 2,3. Hä, ist das richtig? 2,3? Haben wir nicht beim ersten Mal bei Berit 1,7 bekommen und jetzt 1,4? Bin ich doof? Naja, vielleicht habe ich auch was durcheinander gebracht. Wie dem auch sei. Oder der Einsatz wird dem Gewinn gegengerechnet. Das kann auch sein. Ja, das kann auch sein. Okay. Ja, kein Problem. Wir werden das schaffen. Mit eurer Hilfe. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie deine Stadt aussieht, mein Lieber. Führ mich gern rum. Also er kann uns nicht hören, aber ich sag's jetzt trotzdem nochmal hier. Also das mit den Geldbäumen und diesen kleinen Mini-Inseln, das gefällt mir schon echt richtig, richtig gut. Aber was ist das hier eigentlich? Sind das Blumen? Sind das so kleine Blumen, die noch nicht gewachsen sind? Also wo nur die Zwiebeln eingepflanzt sind? Ja, ne? Ich glaube schon. Naja, okay. Und dann hat er hier so eine japanische Brücke plus japanische Wände gebaut. Sehr, sehr geil. Ey, Asisa ist da. Warte mal, Bruder. Warte mal. Ey, Paul, warte. Warte! Ich würde gerne noch bei ihr kaufen, oder geht das nicht? Ich glaube, das geht. Doch, es geht. Würde ich noch einen mysteriösen Boden gerne mitnehmen auf entspannter Basis? So. Ja, geil. Es ist möglich. Wuhu! Also, ein mysteriöser Boden noch für uns. Und eine mysteriöse Tapete. Ne? Wenn wir schon mal da sind, dann sollten wir uns auch gleich mal gönnen. Und was ist denn da für ein süßer Charakter links? Dich habe ich ja auch noch nie gesehen. Scheint ein Doris-Verschnitt zu sein. Ja, es könnte ihre Tochter sein. Hier oben ist das Museum. Oh, will damit flexen? Aber es gefällt mir auf jeden Fall bisher auch richtig, richtig gut. Ui, ja, jetzt geht's auf den Berg. Mit den Wasserfällen schön gemacht. Ja. Heftiger Platz. Wirklich. Finde ich immer wieder absolut beeindruckend, was in Animal Crossing so gemacht werden kann. Und er hat da sogar einen Flugsaurier ausgestellt. Schauen wir uns den ganz kurz aus der Nähe an.
Okay, lesen kann ich das nicht. Ist aber nicht schlimm. Hat sich Gedanken gemacht. Ich zeig dir noch mein Haus wahrscheinlich. Gerne. Von wegen Haus, hallo? Ein Anwesen, selbstverständlich. Er sieht aber auch ehrlich gesagt so aus, von seinem Outfit her, wie so ein Neureicher, 20-Jähriger. Bisschen CFD-Trading hier und da und schon hast du 5 Millionen Villa, ne? Man kennt's. Komm in die Gruppe. Oh, ja. Ja. Okay. Er hat nicht zu viel versprochen. Jesus. Nur innen sieht's noch nicht so krass aus, meinst du? Okay. Ah. Das ganze Geld erstmal in die Außenanlage geflossen. Aber ich kann's verstehen. Hab aber noch 40 Millionen. Ja. Dinge, die jeder gerne behaupten könnte. Oder möchte. So, hier geht's rauf. Auf seine Aussichtsplattform oder so. Oh, was hat er denn da? Schildkröten und die bewegen sich sogar. Wie geht das denn? Also das sind keine Statuen. Hä? What the? Was zum... kann man die irgendwie mitnehmen oder so? Finde ich gerade voll krass. Dann kann man ja so eine Art Zoo anlegen, oder wie? Wie geht das denn? Lol. Ja, Props auf jeden Fall. Bei dir läuft. Ah, okay. Jetzt möchte er doch noch reingehen. Ja, ich habe mich vorhin nicht getraut, so, weil er ja gesagt hat, es sieht innen noch nicht so aus wie außen, was aber auch schwer wird, weil außen schon echt heftig ist. Und Bruder, du musst dir das mal vorstellen, bei Nacht, wie die ganzen Spots hier wieder zur Geltung kommen. Was würde ich gerne da mein Real-Life-Haus haben? Ah, da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Werbung schalten. Ist er gerade wieder rausgegangen? Na gut, ich habe ihm wieder viel Zeit gelassen, ne? Ja, ist auf jeden Fall viel zugestellt hier. Kann ich was verschieben? Nee, ne? Nee. Okay. Ich glaube, er hat bewusst alles zugestellt, damit wir uns die anderen Räume nicht anschauen, weil da wahrscheinlich nicht viel zu sehen ist. Ist okay. Also, man kann ja nicht alles immer ready haben. Er hat seine ganze Arbeit erstmal in die Außendarstellung gesteckt. Das machen aber auch echt viele und ich würde es eigentlich ganz genauso machen. Das eigene Haus, das dann doch lieber als letztes. Verstehe ich auf jeden Fall komplett. Oh, das ist ja auch mega schön. So ein Muschelbrunnen. Cool. Und was ist das, eine Zikade? Ich fange sie aber mal lieber nicht, weil bei ihm ist gerade Juli. Wie gesagt, jeder soll spielen, wie er will. So weit vorzuspulen fühle ich jetzt auch nicht unbedingt, aber ist sein Ding. Ich werde jetzt aber keine Tiere fangen, die in meiner Jahreszeit noch nicht verfügbar sind. Was? Er ist Petunias Testamentsvollstrecker. Ja, er sieht auch danach aus. Ja, da muss ich aber ganz schnell los. Folge mir. Warte. Erstmal den Smiley komplett verkackt. Ach, deswegen hat er das Haus abgeriegelt. Der hat da wohl noch was vorbereitet, so für seine Rolle. Oh, was will Petunias Vollstrecker jetzt von mir? Oh oh. Was zum Teufel? What's going on here?
Das ist nicht abgesprochen oder so. Mega geil. Er hat einfach einen Todesraum für Petunia. Und diese traurige Musik, die da spielt. Alter, richtig geile Idee. Und diese Rose, die schwarze Rose steht für tot. Draußen erhalten sie, was? Die Rechnung oder wie? Nein. Ach, Moment. Moment, Petunia hat mich in ihrem Testament bedacht? Oder was will er mir damit sagen? What? Als ob. What? Was geht hier ab? Oh, mega geiler Einfall. Was kommt da jetzt noch? Petunia bedenkt mich in ihrem Testament. Entweder ein Friedensangebot oder eine weitere Falle. Er weint. Kann ich das hier schon aufmachen? Ja. Oh Leute, was haben wir hier erfahren? Petunia wollte eigentlich immer nur mit uns zusammen sein. Was sich liebt, das neckt sich, sagt man sich. Jetzt macht alles einen Sinn. Ich werde ihren Verlobungsring in Ehren halten. Ich habe es nicht wissen können. Das ist der traurigste Part aller Zeiten. Muss ich erstmal verdauen, Alter.